Liebe Fans und Zuschauer vom Hofblick, wir möchten nun nach über einem Jahr die Serie beenden und euch noch einmal sagen, wie viel Spaß wir dabei hatten, für euch diese Videos zu produzieren. Was hat Ihnen eigentlich am besten gefallen? Also mir hat besonders gut gefallen, dass so viele Landwirte mitgemacht haben und dass es uns gelungen ist, die ganze Vielfalt der Landwirtschaft hier im Landkreis Vechta zu zeigen. Dem kann ich mich nur anschließen und ich fand es super, mit welcher Engelsgeduld die Landwirte mitgemacht haben und all unsere Fragen beantwortet haben. Und toll ist auch, dass es der Hofblick geschafft hat, Unterrichtsmaterial zu werden. Und auch die Kreisverwaltung konnte etwas mit den Hofblickfolgen anfangen. Die Berichte waren sehr real, die Bauern waren authentisch und ungeschminkt. Und insgesamt haben wir doch gesehen, dass die Landwirtschaft hier im Landkreis sehr vielfältig aufgestellt ist. Hier im Landkreis haben wir derzeit 140.000 Einwohner. Jedes Jahr kommen 1.000 Einwohner dazu. Auf der anderen Seite werden die Höfe immer weniger. Im Schnitt der Kommunen haben wir jedes Jahr 1 bis 2 Betriebe weniger. Von daher ist dieser Dialog, der auch mit so einer Serie entstehen kann, sehr, sehr wichtig. Und nicht nur das. Die Hofblicke wurden auch über den Landkreis Vechta hinaus bekannt. So haben zum Beispiel der Bauernverband aus Schleswig-Holstein oder auch das Magazin Die Top Agrar unsere Hofblicke auf ihren Facebook-Seiten geteilt. Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Zuschauern der Serie Hofblick und auch für euer Feedback. Und ganz besonders bedanken möchten wir uns bei den Landwirten, die uns im wahrsten Sinne des Wortes einen Blick auf ihren Hof und ihre tägliche Arbeit ermöglicht haben. Sie sind recht clever und verstehen dann auch sehr gut, wo der Maiskolben denn angesetzt ist und fressen unten am Stiel die Pflanze an, sodass der Maiskolben runterknickt und dann fressen ihn komplett auf. Die eigentliche Besamung läuft natürlich zu 95-98% über die künstliche Besamung. Der Eber ist eher der Animateur und für die Wochenendarbeit zuständig, wenn man keinen Samen lieferbar ist. Hier ist ein Kopf zu sehen, ein Ferkel. Wenn wir den richtigen Anschnitt sehen, kriegen, dann können wir sogar schon ein Herz schlagen sehen. Hier sind Rippen gewesen, dann kann das Herz nicht mehr weit sein. Der Kolben ist auch nicht schlecht entwickelt. Das ist jetzt noch nicht mal der dickste Kolben, dieser ist noch ein bisschen größer. Aber wenn ich jetzt will auch nicht prahlen. Also die Kolben sind auch recht gut voll besetzt. Der Krebs hat hier reingestochen und dadurch hat sich in der Frucht etwas verformt, ne, und die Gurke wächst nicht mehr gerade. Und ein Kunde möchte so eine Gurke eigentlich nicht kaufen, er möchte immer eine gerade Gurke haben. Und diese Raubmilben besiedeln dann die Pflanze und suchen sich dann Tripslarven und Eier und fressen die dann auf. Da wir ja die Schweine nicht anschnallen können, werden immer 10er, 11er oder 12er Gruppen bei großen Schweinen und 35er Gruppen bei kleinen Ferkeln durch diese Trenngitter abgetrennt. Und was sagt der Profi? Passt.